Das größte Schwabenjugendtreffen in Ungarn. Mit Schwerpunkten wie Konferenz über ungarndeutsche Volkstracht und Blasmusik, Leistungsschau und Gemeinsamkeit. Das sind die Schlagzeilen des Chefredakteurs Manfred Meyerhofer im Landesratforum in der Zeitschrift des Landesrates in Bezug auf das 5. Landestreffen der Schwabenjugend in der Gemeinde Saar. Dank der präzisen Vorbereitungsarbeit von Zsuzsa Ledényi, Büroleiterin des Landesrates Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, und von dem begeisterten Organisationsteam vor Ort werden die Saarer Tage für alle Teilnehmer lange in Erinnerung bleiben. Die auch von Ungarndeutschen bewohnte Gemeinde Saar an der nördlichen Grenze des Komitates Weißenburg zeigt am letzten Sommerwochenende ihr lächelndes, freundliches Gesicht. Das Symbol des Dorfes mit etwa 1600 Einwohnern, die römisch-katholische Kirche, wurde 1760, als Saar zum größten Teil von Deutschen bevölkert war, erbaut. Ihr Architekt war der bekannte Jakob Fellner. Neu renoviert ist das sogenannte Zettischhaus in der Hauptstraße, benannt nach der Familie, die hier mal gewohnt hat. Hier ist seit kurzer Zeit eine Gaststätte und ein neues Veranstaltungszelt untergebracht. Optimal für das 5. Treffen der jungen Schwaben. Eine kleine Ausstellung über die teilnehmenden Tanz- und Musikformationen, ergänzt mit Archiven schwäbischen Fotos aus dem jeweiligen Herkunftsort, empfängt alle Besucher. Etwa 300 Personen, die Mitglieder von 12 ungarndeutschen Tanzgruppen und 5 Musikensembles, werden hier heute erwartet. 2010 hat der Landesrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen eine Jugendsektion gegründet und jährlich einmal kommen viele traditionspflegende Gruppen mit jungen Mitgliedern zu einem zweitägigen Programm zusammen. In der Jugendsektion liegt unsere Zukunft. Diese Tradition, was wir behalten, das müssen wir als Qualität-Tradition behalten. Und dafür brauchen wir die Jugend. Was ist die Erfahrung? Sind das tatsächlich gute Tänzer, gute Musikanten, gute Sänger? Ich glaube, die sind alle giftet mit unserer Tradition. Deswegen sind die Beste hier. Kann man mit solchen Programmen, mit solchen Konferenzen, Durchzug, Schwabenball, Galaprogramm, die Jugendlichen ansprechen? Ich glaube, das kann ich mit einem Wort so antworten. Das bedeutet Erlebnis. Das ist die Kraftstoff, unsere Tradition zu behalten. Und die Jugend nehmen die Erlebnisse mit. Und nächstes Jahr, dann kommen sie wieder, weil sie wollen wieder dieses Erlebnis erhalten. Zu Beginn findet traditionell eine Konferenz statt. Zwei ungarndeutsche Bereiche mit hochkarätigen Referenten stehen heute auf der Tagesordnung. Universitätsprofessor Karl Mannherz ermutigt die Teilnehmer, deutsche Musik und Tanz in nach Möglichkeit origineller, authentischer Volkstracht vorzutragen, da aktuelle Tendenzen ein bisschen in andere Richtung gehen. Mein Ziel war eigentlich, also, dass ich ein bisschen zeige, man müsste nicht unbedingt nur typisieren, diese Volkstracht. Man könnte mehr Elemente übernehmen aus der örtlichen Volkstracht oder wenigstens aus der landschaftlichen Volkstracht. Nicht? Und das ist im Großen und Ganzen nicht der Fall. Wenn man zum Beispiel Puppen macht, das ist auch sehr interessant, bei den Puppen verwendet man die alte oder die alten Trachtelemente. Aber wahrscheinlich für den Tanz oder für den Chor oder für Sänger ist das wahrscheinlich nicht so aktuell, es sollte eigentlich, also vielleicht haben wir einigermaßen eine Art Identität der Volkstracht erwecken können heute mit diesem Vortrag auch. 10 Jahre konnte man nach dem Krieg überhaupt nicht sich mit diesem Thema beschäftigen. Insofern ist vieles in Vergessenheit geraten, aber trotzdem gibt es sehr viele schöne Trachten, die aufbewahrt worden sind. Und man hätte eigentlich die Trachten, die alte Tracht rekonstruieren. Aber die könnte man vielleicht auch beim Tanz. Vielleicht fehlt auch ein bisschen die Fachkenntnis, nicht? Ja, ich denke, man müsste sie auch ermuntern oder vielleicht könnte eben dieser Landesrat auch einiges diesbezüglich tun. Wenn man tanzt, alle tragen eine uniformisierte Frisur, nicht? Weil das ist viel einfacher. Man müsste also
Die Gelegenheit ist da, die jungen Leute interessieren sich dafür, wie ich sehe. Vielleicht kann man daraus noch etwas machen. Der Landesrat sollte ein bisschen diesbezüglich auch diese Fachkenntnisse verwenden. Auch in der Interpretation der herkömmlichen ungarndeutschen Volksmusik müssen Musikanten und Kapellen stets die Tradition berücksichtigen, um Originalität und Charakter der ungarndeutschen Volksmusik zu bewahren. Darüber spricht Dirigent Tomasz Forkos in der Konferenz. A magyarországi német zenélés nagyon meg van szervezve, nagyon fegyelmezett tevékenység, nagyon tulajdonképpen nagyon egyszerű zenélési mód, ahol a legkisebb hiba is azonnal kiderül. Hát gyakorlatilag Mozartot is azért nagyon nehéz játszani, mert ott az ember elbicsaklik egy kicsit, akkor legyintenek és ott hagyják. Pedig Mozart elég jó zeneszerző, de mivel ilyen kikristályosodottan egyszerű, mint a magyarországi német népzene is, ezért nagyon felkészülten szabad csak neki látni a német népzenét ápolni. Most, hogyha erre van vevő antennája az ifjúságnak, akkor még vagyunk páran, akik tudunk segíteni, hogy megmaradjon ez a hagyomány. Ha nem érdeklődnek, az viszont nekünk is baj, mert akkor nem tudtuk őket ingerelni arra, hogy a mi útunkat folytatni kell, mert a mi útunk jó volt. Népzene-e a miénk? Az. Mert így tanuljuk hallomás után, tanuljuk még a kísérő szólamokat is, vagyis akkor még ebben a helyzetben volt a zenélés. Most már azért szerencsére több a zeneoktatás, kicsit még azért van pótolnivaló, mert az igazi német népi zenélést például nem tanítják. Wie waren die Vorträge? Was hat man davon gelernt? Ich glaube, heute haben wir nur etwas Kleinigkeit gelernt. Das müssen wir unsere Augen aufmachen und unsere Ohren auch aufmachen. Wir mussten das hören wieder, dann mussten wir wieder sehen, was im Umgeben gibt und was haben wir als Tradition gebracht. Und wenn wir ein bisschen mehr Mut haben dafür, dann können wir unsere Tracht wieder tragen und unsere Musik noch ein bisschen lauter spielen. Einfach die Gemeinschaft zu bauen. Also das ist unser Ziel. Es gibt immer mehr Leute, die hier zusammenkommen sind. Zuerst haben wir es in Uifluch gemacht. Dort war ein bisschen weniger als 100 Jugendlichen und jetzt haben wir mehr als 300. Und das ist unser Ziel, immer mehr Jugendlichen zusammenzurufen. Ja, und dann ein bisschen infizieren, nicht mit diesem ungarndeutschen Geist. Das ist ja auch ein Ziel. Ja. Und was ist die Erfahrung? Wer einmal hier war, kommt wieder? Ich denke schon, ja. Und kommen noch neue dazu? Ja, jedes Jahr gibt es neue. Und es gibt, denke ich, nur zwei Gruppen, die nicht gekommen sind, aber die anderen, die hier sind, die waren schon mal hier. Also die sind wieder zurückgekommen. Ja, und so findet sich die ungarndeutsche Jugend, oder? Ja. Durch das Dorf Saar nehmen alle Gruppen in Volkstracht teil. Die Jugendblaskapelle Klein Thorwald präsentiert die Musik. Johann Koch ist mit seinen Tänzern nicht das erste Mal dabei. Sie sind die einzigen Teilnehmer aus der Batschka und der pensionierte Maschinenschlosser ist der Motor der deutschen Aktivitäten in Chikri. Chikri ist eine jugoslawische Grenze. In Batschka war schon Kumbai nebenan, das Dorf. Das Chikri, das lebt drei Nationalitäten.
Täter, der kroatische Ungar und Deutsche, der ja. Schwabische. Ja, und die Schwaben sind doch viele Schwaben in Cikri oder waren früher viele Schwaben dort? Jetzt ist schon nicht viel, aber haben noch. Der ganze Dorf leben 800 Leute und so 5% ist Schwabische. Noch ja, ja, ja. Noch mehr. Und früher? Früher war viel, 300 Leider. Personen, ja, ja, Personen, ja. Und da wurden aber viele vertrieben, gell, nach dem Krieg, oder wie war es? 235 Personen waren, leider. Ich bin in Cikri, ihre deutsche Selbstverwaltung, ihre Vorsitzende. Heinz, da meine Tanzgruppe in Tanze, zwei weiße Rosen, das ist eine Tanzgruppe, ein Name. Ich habe einen Kindergarten und eine Jugendtanzgruppe. Gastgeber und die örtlichen Organisatoren sind die Jugendlichen von Saar und vom benachbarten Dorf Neudörfel, vor allen Dingen die Mitglieder der Saarer Tanzgruppe. Wir haben schon auf ganz viele teilgenommen, deswegen hatten wir schon einen Plan, sozusagen, wie es eigentlich aussehen sollte. Dazu kam das Dorf Saar und das Haus Zettisch. Das ist ganz neu jetzt hier und deswegen organisierten wir dieses Programm hier im Zelt. Die Tanzgruppe ist immer tätig und ist fleißig, deswegen waren die Sachen nicht so schwer zu organisieren. Warum gerade dieses Haus und wie konnte man das so auf sich nehmen? Also dieses Haus sollte zum Traditionspflegen auch da sein in Saar. Und dieses große Zelt gibt ein Gefühl des Zusammenseins und deswegen wurde dieses Platz gewählt. Und welches Wie Thema hat Sie heute angesprochen? Es gab ja zwei Schwerpunkte heute in der Konferenz. Die Trachten, ich mag die Kleidungsstücke sehr gern, also die alten. Wir haben ein Heimatmuseum in Neudörfel und da gibt es ganz, ganz viele Kleidungsstücke. Und ich kenne den Herrn Professor Mannherz von der Universität und deswegen war das mein Lieblingsthema heute. Sind Sie Studentin von Mannherz? Ja, ja. Was machen Sie privat? Ich studiere auf Lehramt, Deutsch und Englisch an der Alte-Universität, dritten Gang. Nachdem die jungen Schwaben wieder in das Zelt auf dem Hof des Zettischhauses zurückkehren, bittet der Ehrenvorsitzende des Landesrates Franz Heilig um Gottes Segen für die Anwesenden. Allmächtiger Gott, schau auf uns Schwaben herab und gib uns die Kraft zum Fortbestand hier in Ungarn. Bürgermeister Peter Mohorosch und die Vorsitzende der örtlichen deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung Anna Sobo begrüßen im Namen des Ortes Saar und der hier lebenden Deutschen die Jugendlichen. An dem anschließenden Gala-Nachmittag zeigen alle Kulturgruppen ihr Können. Neuer Teilnehmer ist dieses Jahr die Jugendtanzgruppe aus Großdorf, aus der Nähe der österreichischen Grenze. Großdorf ist nicht zu groß, hier wohnen ungefähr 300 Leute und natürlich die älteren Leute sprechen noch die hinzische Mundart. Wir haben einen Chor, wir haben eine jugendliche Tanzgruppe und einen kleinen
Kindergruppe. Ja. Und an diesem Treffen, welche Gruppe nimmt an diesem Treffen teil? Ja, unsere jugendliche Tanzgruppe nimmt teil und wir tragen jetzt ungarn-deutsche Tänze vor. Unser Choreograf war Josef Wenzel und einen örtlichen Tanz möchten wir auch vortragen. Ich habe gehört, die Großdorfer Tanzgruppe nimmt das erste Mal an diesem Treffen der jungen Schwaben teil. Woher haben Sie die Information und die Motivation bekommen? Ja, wir haben im Zentrum im Internet konkreter gelesen und dann haben wir darüber gesprochen, hat uns sehr gefallen und natürlich sind wir jetzt da. Seit wann tanzen Sie in dieser Jugendtanzgruppe von Großdorf? Ich tanze in dieser Tanzgruppe von Anfang an. Wir haben das vor 8 Jahren neu gegründet und seither tanzen wir zu zweit mit meinem Paar. Und seither haben wir neue Mitglieder auch bekommen. Leben Sie in Großdorf? Womit beschäftigen Sie sich? Ich lebe in Großdorf und ich arbeite im Großdorf. Gibt es eine Firma, wo wir Babyflaschenschnuller produzieren. Und dort arbeite ich im Finanzkontrolleurin, als Kontrolleurin. Ist das eine ungarische Firma oder ist das eine Firma aus Österreich? Ist eine Firma aus Österreich. Ja, eigentlich sind Sie direkt an der Grenze, an der österreichischen Grenze. Nutzen Sie in irgendeiner Form diese Vorteile? Ich meine nicht nur Sie persönlich, sondern die Großdorfer generell. Ja, ich denke ja, weil die sehr viele Leute von Großdorf gehen nach Österreich arbeiten, weil sie einen sehr großen Vorteil mit der deutschen Sprache haben und wir können sehr gut benutzen. Torwaller sind jedes Jahr dabei. Das Jahr 2015 brachte für sie aber auch ein besonderes Tournee. Das war für uns eine ganz große Ehre, dass wir eine Einladung von Amerikanern, also von den Donauschwaben in Amerika, bekommen haben. Wir waren im Sommer am Anfang August in Los Angeles, also von den Kalifornien haben wir eigentlich diese Einladung bekommen und da war ein Landestreffen von USA und Kanada und daran die Donauschwaben. Ja, ja. Waren viele Leute dabei? Wenn ich mich gut erinnere, 600 Jugendliche waren dabei. Ach, das war ein Jugendtreffen? Ja, das war ein Und wie war dort der Auftritt und der Erfolg? Ja, wir hatten ganz groß, das kann man nicht ausdrücken, wie großes Erfolg wir hatten. Ganz viele sind zu uns gekommen und haben gesagt, dass das so schöne Sachen, so schöne Tänze haben sie noch nie gesehen. Wir wissen das, dass nächstes Jahr in Ungarn das Welttreffen von Donauschwaben veranstaltet wird und ganz viele von ihnen kommen nach Ungarn und wir haben schon darüber gesprochen, dass auch zu Besuch nach Pia Torwall, Klein Torwall kommen. Die meisten Teilnehmer kommen aus der nordungarischen Region, aus der Budapester Agglomeration.